Ja, und hallo Leute, wir sind wieder da bei Let's Play Freelancer. Ich habe schon eine Mission gemacht und habe jetzt gedacht, bei der Mission lasse ich euch wieder zuschauen. Na, die Missionen sind immer so eintönig und... Ja. Ja. Wir nehmen hier auf. Ich kann nicht viel gerade sagen, ich kann euch sagen, wenn wir genug... Besitz haben, also genug Geld haben, dann dann kommt Juni wieder und sagt uns irgendeinen Auftrag. Ja, das wird also sehr interessant, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt schon ist oder erst bei der nächsten. Ja, fällt mir gerade nicht ein. Ja, unser Auftrag ist da weit weg von jedem Planeten. Nur vom Sprungtor ist gerade nicht weit weg, sagen wir so. Ja. 2600. Hm, kommen wir nicht ganz ran, glaube ich, an den Besitz. Müssen wir nur eine Mission machen. Aber es gibt keine 3000. Mission, das geht mir an. Naja, später schauen, aber jetzt gerade noch nicht. So, da hinten, rechts, da muss ich. Planet, Pittsburgh. Ja, vorhin habe ich in der Mission, da habe ich halt Unterstützung gehabt. Das ist auch manchmal. Und da liegt mein Kopfgeldjäger, der liegt dort. Nein. Ja. Und ich werde durch aufnehmen, jetzt nicht immer bei 10 Minuten stoppen, weil es hat bei diesen Missionen keinen Sinn. Also, es hört auf einmal auf und dann geht's wieder weiter. Das ist kein Problem, man kann sich hier hintereinander hier werden Sie sterben. Ja, finde ich cool. Nein. Wir markieren Sie zur besseren Identifizierung. Kopfcrash! Puh. Ich liebe Kopfcrash. Nein, eigentlich nicht, aber... Dabei kann ich mir noch leisten. Den Kopf durch zu machen. Komm schon her. Wir sind näher an dir ran. So. Gib mir deinen Inhalt deines Schiffes oder was auch immer. Ich habe eigentlich nie was dabei außer Wasser und Nahrung und vielleicht ein Triebwerk, aber irgendwie haben die nie irgendwas Banditenmäßiges dabei. Setz hier die nächsten. Dicker Chance, ich habe gerade zwei von euch platt gemacht. Also, Leute, ihr versucht es noch immer. Alle Systeme ausgefallen. Verliere Energie. Du bist explodiert. Du verlierst keine Energie mehr. Ich hab den Gefallen getan. Das hätten können sie aber auch nicht. Ja, das sind jetzt auch die leichten Missionen. Später wird es dann hart mit... Ja, ich verrate euch nichts. Keinen Spoiler oder was auch immer. Puh. Geschafft! Der Bereich ist sauber. Gut gemacht. Einsatzkommission Ende. Das glaube ich aber nicht. Ich habe recht geguckt. Dann fliegen wir halt gleich wieder zum Baltimore Werft. Doch, schau auf. Ich muss erst mal nah genug drauf. Ja. Gut. Ich habe jetzt... das geben wir jetzt auch an. Bei einer 800 Credits. Und durch Verkaufen kriegst du es nämlich nicht. Ich habe jetzt vorhin schon was verkauft, das tötet doch nicht. Na. Nur durch die Mission. Mission. Der Jäger spielen schon 1 Stunde 44. Die Zeit rennt mit. 7 Einsätze haben wir schon gehabt. Abschüsse 48. Städte Jäger 48, also dabei sind es halt nur Jägerfrachter, haben wir dabei noch keinen getroffen als feindliche Einheit. Wir könnten alles angreifen und dadurch Frachter und so vernichten, aber das vielleicht mal, wenn wir es ausgespielt haben, so just for fun. Mal kurz irgendwas Unnötiges. Irgendwas in einem System, wo wir eh nichts brauchen. Da können wir irgendwann angreifen. Ja,
sind schon 5 Minuten vorbei. Ah, die Mission ging aber schnell. Kopfgeldjäger da oben wieder. Die fliegen und liegen nicht. Ja, das mit liegen war ein Fehler, weil... oder besser gesagt schweben, weil im Weltraum liegt ja nichts. Das schwebt. Na, normalerweise schwebt ja irgendwo vielleicht irgendwas rum. Liberty Force Police. Gut, wir gehen jetzt ins Fort Busch. Hm. An was erinnert mich das? Ach, den Wegpunkt muss ich noch löschen. Das war ja nur zum... dass ich die Handelsroute schnell finde. Aber die Atmosphäre im Spiel ist genial, finde ich, Leute. Ich glaube, diese Zwischensequenzen werde ich vielleicht irgendwann mal überspringen, weil die dauern sehr lange. Ist übertrieben. Hey, du fliegst da rein in eine verschlossene Kammer und da ist nichts. Da bin ich mal durch einen Bug bin ich mir da reingekommen. Wie jemand reingeflogen ist, bin ich mit ihm reingeflogen und da war ich drin. Ah, ich kann wieder was verkaufen. Ja. Was ich jetzt denke, weil ich habe jetzt zweimal, eine behalte ich mir vielleicht für später. Gegenmaßnahme werfe. Der wäre nicht so mies. Aber vielleicht auch für später noch behalten. Weil der hat mir schon mal ein paar Mal das Leben gerettet. Unter Leben retten halt versteht. Die Nachrichten gibt es keine neue. Nein, du sagst jetzt nicht alle neuen Nachrichten. Wir nehmen gleich das Beste, weil dann haben wir für später schon mal, obwohl da müssen wir sammeln. Das nehmen wir. Da müssen wir einfach Leute wieder. Da müssen wir nicht irgendwo zurückfliegen wieder zum Abbeenden der Mission. Gut, beeilen wir uns lieber. Ja, jetzt muss ich Panik Manhattan und so. Finde ich cool. Andocken. Feindliche Schiffe werden am nächsten Einsatzwegpunkt sein. Dort finden Sie weitere Anweisungen. Finde ich cool. Schon wieder. Ja. Ja. Belfast Video. Belfast, Entschuldigung. Belfast Videos kommen dann auch wieder welche. Aber. Ja, ich habe gerade ein Problem. Er verlangt dauernd DCD. Den CD-Key und ich finde ihn gerade irgendwie nicht. Ich weiß nicht, das hat gerade irgendwas. Muss mal wieder die Verpackung suchen. Schon wieder. Habe ich schon mal gehabt. Nächstes Mal schreiben wir ihn auf. Und klebe mir aufs Hirn. Kann ja jeder benutzen. Ah, das wird ein langer Flug. Ich mache einfach den Schnitt bald sehen und... und fang gleich wieder an. Nur dass ich es dann gut rendern kann mit Camtasia. Fraps schneidet das immer so schön. 3, 5 und dann wieder 5 wahrscheinlich. Und dann kann ich das halt nicht gescheit zu 10 Minuten zusammenfügen. Ja, ich kann es. Schon kann ich. Schneide einfach was raus, aber dann muss ich mal wieder die Stelle merken. Und pff. Leute, fragt mich nicht, wie das anstrengend ist. Wieder nicht. Ja, da. Komm schon, beeil dich. Ich mag nicht mit dem Kampf aufhören. So, ich kann eh nur 1,5 Minuten gut aufnehmen. Ich nehme nicht kurz für 11, genau, für so 10, 51, das mag ich nicht gern, weil das kann in die Hose gehen mit meiner Stopper. Ja. Wir markieren sie zur besseren Identifizierung. Ja, wenn ich mit ihnen fertig bin, bleiben nur Fetzen übrig. Feind feuert! Ja, ich feuer. Nein, ich werde jetzt da stehen und, warten, bis meine Stoppuhr ausgelaufen ist. Harry Elia. Bist du nicht Harry Mason? er steigt jetzt auf Weltraum um. Seinen Namen kennt. Obwohl, er lebt ja gar nicht mehr. Was soll's.
das Spiel schon. Ja, ich habe auch Sicht zum Kontakt zum Feind. Wenn du mir gerade so schön dahin fliegst. Ja, ich schieß dich an. Na komm, schon den letzten Schuss verträgst du auch noch. Oh mein Gott, die Zeit wird knapp. Der letzte kommt noch dran. Hör auf, auszuweichen. So. Gut, aber das war noch nicht alles. Beim nächsten Wegpunkt warten weitere Gegner. Ja, das wird in der nächsten Folge kommen. Also, ciao Leute.